Es ist eine Kooperation dreier Budapester Galerien, Vintage, ACB und Kisterem. Und aus dieser Zusammenarbeit entstand diese Ausstellung. Es hat schon Beispiele gehabt, also in Köln und in New York haben die drei zusammen ausgestellt. Und jetzt war die Anfrage von der Galerie an mich, eine Ausstellung aus den 70er Jahren, aus Innenbeständen, aus Innenkünstlern zu machen. Das ist jetzt die Ausstellung von Anfang der 70er bis Ende der 70er, die Tendenzen, die verschiedenen Positionen in der ungarischen Kunst aus der Zeit. Also nicht ein vollständiger Durchblick oder Rückblick, sondern einzelne Positionen, die wichtig sein können und auch zu den Charakteren der einzelnen Galerien aufpassen. Südungarische Stadt, die damals eine Schlüsselrolle gespielt hatte in der ungarischen Kultur und diese Werkstatt auch in der ungarischen Neo-Avantgarde. Die andere ist eine radikalere Avantgarde-Szene aus Budapest, die entweder in der inneren Emigration war oder nach 1973 wirklich emigrieren musste. Und verschiedene geometrische Tendenzen rundherum, Dora Maurer und Tibor Gajor und einzelne Namen, die schon bekannt sind und auch in Österreich bekannt sind. Also das waren die Schlüssel-Eckpunkte oder Ecksteine in dieser Ausstellung. In den letzten Jahren eine Erosion des institutionellen Systems in der Kunst beobachten. Also seit 2010, seit der Orbán-Regierung, gab es verschiedene Schritte, die in die konservative Richtung gezeigt haben und die zeitgenössische Kunst eher benachteiligt haben. Das bedeutet, dass einzelne Positionen oder Aufgaben, die früher auf dem Non-Profit-Gebiet ihren festen Platz hatten, die sind jetzt nicht mehr da, sondern wurden übernommen von privaten Galerien zum Beispiel. Das ist das Problem. Die zeitgenössische Kunst hat wenig Platz oder viel weniger als vor 10 Jahren.